Was können Elektro-Pokémon machen? Jetzt überlegen wir mal, was können Elektro-Pokémon machen? Elektro-Pokémon können Flug-Pokémon zerstören, was Pflanze nicht kann. Fucking Critical Hit. Fucking Critical Hit. Und so spielen wir nur noch mit 3 Pokémon. Egal, der setzt es jetzt ja nochmal ein. Also Katapult, gehe ich zumindest stark von aus. Alter, wie der nicht ausgedrückt hat! Alter! Roost, kannst du? Oh Gott! Was ist aus deinem Heilbefehl geworden? Statusproblem. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Burn. Sollte mich nicht KO'n. Fuck! Boah, ich bin gerade richtig baff vor diesem Critical Hit. Ich riskiere hier mein Pokémon, aber nur taktischen Gründen. Zumindest wüsste ich nicht, was ich hätte anders machen können. Nein. Fuck! Nee. Nee. Oh nee. Nein, nicht. Oh, wieso Victory? Oh nein! Okay. Oh Mann, Critical. Sakazuki einsetzen. Egal welche Pflanzenattacke kommt, so viel Schaden sollte das nicht machen. Und dann heile ich Ace hoch. East Blade macht auch nicht so viel. Nein, super, die Sakazuki. Alter, bin ich. Hat das Pokémon Boost in dem Heck gekriegt, Alter. Das sollte niemals ausreichen können. Und bitte treff. Nein! Was ist das denn? Oh nein, Bonnie, tschüss. Wow. 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 Das ist doch lächerlich. Wow. Jetzt mach Try. Das macht jetzt wenig Schaden. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Kann mal so ein kleiner Wichser sein. Confuse Ray. Overheat? Nee. Alter, nein. Sowas rechne ich doch nicht, bitte. Denken wir doch mal realistisch, mit so einem Scheiß denke ich doch nicht. Komm, Beethoven, Mate. Enttäusch mich nicht. Ja, sollte es nicht KO'n. Gut, dass ich ein Geist-Pokémon drin habe. Das wird doch nicht getroffen von Geduld, oder? Normalangriff auf Geist. Das wird jetzt nicht getroffen. Alma, du wirst nicht getroffen. Was? Ja, das ist doch ein Normalangriff. Geduld. Oder bin ich gerade kommt? Nee, das wird jetzt nachgegoogelt. Nee. Morlord. Sorry. Ah nee, Brana. Ach, Brana war es ja auch ganz. Ja, Salmon Toad oder so hieß es ja, ne? Ja, das, Ey, wer rechnet denn mit fucking Morlord Konter? Alter, nein, meine Fresse, Junge. Wer rechnet denn mit so einer Gülle? Und das ist schon Strafe genug, den eine Prostituierte dahin zu setzen. Man kann ein bisschen übertreiben und so, aber ich denke mal, das ist schon Strafe genug. Mag zwar, wie gesagt, nicht allzu hart klingen. Nein, wieso ging es daneben? Wieso ging...
Ey, ich hab genau in dem Moment, wo ich auf R/ geklickt habe, ich hatte in meinem Kopf, wenn das jetzt daneben geht, bin ich tot. Und was passiert? Es geht daneben. Es geht daneben. So Non-Step Stone Edge. Vielleicht tötet es mich an. Ach, meine Vierfachschwäche. Oh Gott, was tue ich? Air Balloon hat es, okay? Let's go. Ich bin nicht schneller. Rock Slide. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Überlebst bitte nonstop, nonstop, nonstop. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war's mit Drake Moon. Weil das wäre jetzt nochmal relativ wichtig, weil Porygon Z zum Beispiel ist nochmal ein bisschen tankier, weil man natürlich nicht vergessen darf. Toxic Orb, Alter, kommt der da mit so einem... Ne, nein, 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 nein. Nein. Ja, Verkauderwelt-Spann. Ich würde zu keiner Antwort kommen. Ich würde straight zu keiner Antwort kommen. Ich habe keine Ahnung. Wait, what the fuck just happened there? Was ist denn das jetzt hier für eine Gülle? Oh, perfekter Schaden. Perfekter Schaden. Weil wenn ich jetzt keinen Crit kassiere, naja, überlebt Nick Minaj noch. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich glaube, René hat genau die Hälfte verloren. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh mein Gott, Alter. Bangbot! Wieso kann es... Wieso... Nein! Nein, nein, das darf doch gar nicht sein! Nein, 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 nein! Ey, was ist... Critical Hit, ich schwör's dir. Ich schwör's dir, jetzt rechts. Wie kann das... Das Teil ist doch ganz rechts. Wie kann es René angreifen? Was ist das denn? Hurricane, natürlich. Natürlich. Ey. Nee, ey. Verwirrung. Okay, jetzt gleich fertig. Jetzt bin ich gleich richtig aggressiv hier. Ja, natürlich. So Roark aus dem Spiel wieder. Na klar, na klar, na klar. Natürlich. Alter, nee, jetzt mal ohne Witz. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Critical Hit und Mandibuzz kann mit fucking Brave Bird anscheinend von dieser Kampffläche nach scheiß Usbekistan hinsausen oder was und dort ein Pokémon umbringen. Yes! Dankeschön! Jetzt macht es nicht mehr so viel Schaden, ja? Danke. Ah ja, natürlich kannst du wieder durch das halbe Feld angreifen. Am besten nimmst du ihn jetzt auch noch aus dem Spiel. Na klar. Na klar. Natürlich. Und du heilst dich selber. Und du heilst dich selber. Bei vielleicht 10 KP, die dir fehlen. Hören wir mal Detect ein hier. Vielleicht haben wir hier den taktischen Clou von unserem Gegner. Brave Bird. Ja, hi. Was? Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt muss Hurricane muss treffen. Hurricane muss treffen. Oh nein. Wieso ist Swallow schneller als ich? Wieso nein, 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 nein. Wieso ist das Teil schneller? Wieso ist das... Ach, bin ich dumm. Boah, bin ich dumm. Boah, bin ich dumm. Nach dieser langen Pause kommt sowas. Ach, bin ich dumm. Ich hätte damit rechnen sollen. Wieso hat der denn wohl ein Toxicorb? Wieso hat der denn jetzt wohl ein Toxicorb? Aber in was hätte ich auch switchen sollen? Ich habe keine andere Wahl. Ich muss in Duckman wechseln. Alter, Blizzard trifft schon wieder beide. Junge, das hat schon so eine niedrige Wahrscheinlichkeit, dass auch noch beide trifft dann. Oh nein, wehe, Duckman wird jetzt getötet. Nein. Foulplay. Meine Fresse, ist das eine dumme Scheiße. Moxie geht jetzt auch noch mit rein, oder was? Aber er wird nochmal Ice-Tip einsetzen. Einen weiteren überlebe ich. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein fucking Ernst, ehrlich. Es kann nicht euer fucking Ernst sein, ehrlich jetzt. Meine Fresse.
Unglaublich. Ja, das wird der halt safe call nicht überleben, ne, der E.T. Night Slash. Was soll ich tun? Skylar, komm, willst du auch nochmal drauf gehen? Komm, ja komm, ich überlebe, hier, mach ruhig, hier, töte mich am besten, let's go. X-Scissor, woo, Lego, Ice Punch Down. Ja, Critical. Ich weiß euch gleich, geht hier sowas von was kaputt, Alter. Ich werde gleich... Ich schwör's euch, hier ist gleich echt irgendwas kaputt. Wie gesagt, es gab da einen harten Kampf und ich muss meine Pokémon da trainieren, dass ich diesen Kampf überhaupt schaffe. Und ich wusste ja nicht, dass nach diesem Kampf, wo Pokémon Level, was war das, 56 oder so drin war, dass auf einmal die Pokémon ihre Kraft verlieren und dann auf einmal solche, also Level 53 oder so sind. Willkommen in der Welt von Pokémon, wo ich wieder mal einen Critical Hit kassiere. Geil. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Also ich meine, jetzt kann ich wieder ein Flug-Pokémon einsetzen, um Flug für Flug zu traden. Aber ey, komm trotzdem. Ich weiß noch nicht, wie viele Stücke ich dafür brauche. Das wäre so eine Idee. Weil ich will diese Arena nicht machen. Ich kann sogar, glaube ich, einmal drin bleiben wenigstens. Mit Crunch. Hat's Rauhaut. Oh, bitte, bitte dich. Das hat keinen Rauch. Willst du mich verarschen? Hm. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist schon klar. Donnerschlag Schadrago. Wobei, nee, ich lob den ja gar nicht, aber egal. Nein, es reicht nicht. Stone Edge! Nein, das down, down. Speedy ist auch down. Ich fass es nicht. Was ist diese dumme Scheiße? Jetzt mal ohne Witz, ey. Meine. Och nee, ey. Ehrlich jetzt? Damit hätte ich rechnen müssen. Wie so ein toter Mathematiker. Damit hätte ich rechnen müssen. Es kann Erdbeben wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott! Überlebe ich das? Oh mein Gott! Nein! Scheiße! Fuck! KFC ist down. Fuck! Weil wenn ich Double Project schaffe, dann ist er verwirrt. Scheiße! Oh, es tut mir so leid, Trump. Nein! Das ist One-Hit. Das ist ein One-Hit. Das war so klar. Das ist ein One-Hit. Oh Mann. Oh, der ist fast tot. Jetzt bist du verwirrt, richtig. Ja. Fuck, Mann, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein, ey, komm, bitte überlebt das mit dem KP. Bitte. Scheiße, Mann. Oh, jetzt ist Kingdra tot. Scheiße, One-Up ist auch down. Fuck off. Na, mein Erzfeind. Vakfili. Mein Erzfeind! Er steht mir gegenüber! Ich hoffe, du freckst. Richtig so. Ei! Wie erlaubt es sich zu überleben? Step Ancient Power. Vierfachschwäche. Ja, das war ganz schön gefährlich. Nein! Euer scheiß Ernst. Das kann nicht sein. Das ist nicht euer Ernst. Alter, das ist nicht wahr. Dass das erstens Willi ist, zweitens mit 3 KP vielleicht überlebt, drittens ich daneben schlage mit Luftschnitt. Es ist... Alter, das gibt es doch nicht.
Also ich bin nicht einer, der sich aufregt darüber, dass Kinder heutzutage... Nein, ich habe mich verklickt! Nein, das kann der Tod von Lucy sein. Nein, nein, wieso verklicke ich mich immer? Ich denke, Flamethrower ist jetzt immer auf erster Stelle. Oh mein Gott, das war's mit Lucy. Nein! Wieso triffst du auch mit Focus Blast? Oh Mann, ey. Ja, natürlich. Fuck my life. Na super. Und das war's erstmal. Da dieses Klärchen. Ich bin tot. Ich kann nichts machen. Was ist das jetzt schon wieder für ein Roll? Nee, ich bin... Sorry, aber... Das ist mein Tod. Ich kann nichts machen. Ich kann vor allem im Bogbus nichts reinmachen. Also... Er hat halt 100% Thunderbolt. Also das ist ja... Das steht komplett außer Frage. Ach komm, why not? Komm. Er setzt jetzt nochmal irgendwie Käfergebrumm ein oder Flash Cannon. Was? Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Volt Switch! Metagross! Tschüss. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich weiß nicht, was ich von diesem Pokémon erwarten soll. Außer, dass es natürlich nur spezielle Attacken kann, wovon ich sehr stark ausgehe. Was ich sogar hoffe, was makaber klingt, aber was ich sogar hoffe. Komm schon! Non-Step, Gedankengut dreimal! Es hat eine Life Orb! Jetzt! Jetzt setzt es Hyper Beam ein. Wieso nicht im ersten Turn? Scheiße, weil hätte das einen Unterschied gemacht? Ich glaube nicht. So sehr wie nur möglich in meinem Leben. Ich hoffe es so sehr, dass jetzt... Das bitte. Das wäre jetzt einfach das letzte, mein letzter Joker. Nein! Oh nein, Zelda ist tot und das war's. Well played, Cool Riz. Well played. Well played. Ja, das war's, Leute. Hast du gut gemacht, Cool Riz. Hast du gut gemacht, Cool Riz. Aber, naja. Das war's dann mit diesem Team. Hätte sogar einmal Wish, glaube ich, sogar nochmal einsetzen können. Nope. Hätte ich nicht. Santa Fe hat ja auch keinen Sinn mehr. Ich heile einfach mal just for the lulz, vielleicht. Wobei, ne, erstmal hauen wir mal Mogel-Heap raus. Vielleicht ein bisschen um zu nerven hier. Why not? Dafür haben wir es ja. So. Naja, Leute, ne? Ich habe ja noch ein paar Pokémon auf Reserve, oder? Irgendwie zwei Stück oder so. Liebeskuss wäre zum Beispiel eins davon. Also mein Team ist jetzt hier erstmal schon wieder down. Ich habe das, also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine Nuzlocke, bei dem zweimal mein Team gestorben ist. Zweimal. Habt ihr das jemals bei einem anderen YouTuber gesehen? Dass von einem zweimal das Team gestorben ist? Wieso bin ich eigentlich auch überhaupt in diesen Kampf reingegangen? Könnt ihr mir das mal erklären? Das war eigentlich nur meine Schuld. Eigentlich war das nur meine Schuld. Ich weiß halt nicht, was ich einsetzen soll. Komm. Ich bin schneller, es sollte es... ich bin nicht schneller! Ich bin nicht schneller! Ich bin nicht schneller! Ich bin... Wieso? Swift Swim und 190 Base, selbst wenn du dich zweimal... Ah, nee, throw sharply, ne? Nein. Scheiße! Bitte setz Wild Charge ein. Bitte setz Wild Charge ein. Bitte setz Wild Charge ein. Yes!
Es tut mir leid, Pringler, es tut mir so leid, 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 es tut mir so leid. Es reicht nicht! Es reicht nicht! Es reicht nicht! Jetzt bitte! Tu es für mich! Wild Charge, danke, es killt sich selber. Ja, ne? Tschüss. Tschüss, Poliswag. Es tut mir leid. Fuck off. Sogar jetzt geboostet, natürlich. Wie viel Schaden macht das? Alter. Alter. Ice Gem Step. Alter, meine Nuzlocke ist vorbei. Nein, nein, meine Nuzlocke ist vorbei. Yes! Holy shit, Alter, was trifft denn der jetzt hier alles? Alter, El Reno, hör auf, ey. Also nein, hör nicht auf. Ich find's ja krass. Oh, okay. Okay, tschüss, El Reno. Tschüss. Tschüss. Oh, Leute, das war die Nuzlocke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war die Nuzlocke. Oh mein Gott, ey, leck mich am Arsch. Wow, das dritte Mal Blacked Out. Heilige Mutter Maria, was eine fucking Nuzlocke. Was eine fucking Nuzlocke. Und sie ist vorbei. Meine Nuzlocke-Challenge ist vorbei. Okay, alles klar. Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Die Nuzlocke hier, Pokémon Blazblack 2 Challenge Mode Nuzlocke Challenge, war eine ultra geile Nuzlocke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sehr, sehr viele geile Erfahrungen gemacht. Ich habe viele Zuschauer auch neu dazu gewonnen. Ich begrüße euch nochmal alle, die zu meiner Blazblack 2 Challenge Mode Nuzlocke Challenge erst dazugekommen sind auf meinen Kanal. Vielen Dank natürlich für euer Support über diese ganze Zeit. Vielen Dank allgemein für den Support auf meinem Twitch sowohl YouTube Channel. Es geht momentan ziemlich schön. Auf Twitch läuft es ziemlich gut. Also ich habe da sehr gute Freunde jetzt gemacht und ich habe viele Follower dazu gekriegt. Also viele Stammzuschauer unter anderem. Ich habe jemanden kennengelernt, der mir besonders wichtig ist. Durch meine Streams natürlich eine weibliche Autorität für mich. Ich habe auf meiner YouTube-Laufbahn jetzt bisher momentan die schönste Zeit eigentlich. Also Blazblack 2 war jetzt nicht mein Lieblingsprojekt. Ich weiß nicht, mein Lieblingsprojekt bleibt immer noch Metro 2033, aber ich fand natürlich nichtsdestotrotz, jedes einzelne Projekt hier auf meinem Kanal ist mir was Besonderes. Und es ist immer wieder schön für euch Videos zu machen und es ist wirklich immer wieder wunderschön und atemberaubend, wenn ich Kommentare von euch lesen kann, wenn ich sehe, dass das Video gut ankommt, weil zum Beispiel viele Views da sind oder so, für meine Verhältnisse zumindest, oder wenn Leute mein Video liken oder mich einfach auch privat anschreiben und so sagen, ey, mach weiter so, mir gefällt dein Channel und so weiter, das bedeutet mir verdammt viel, ja. Und ich bedanke mich natürlich, wie gesagt, bei jedem von euch, bei jedem Abonnenten natürlich auch von mir, sowohl aber auch bei jedem meiner Nicht-Abonnenten. Kann ja auch gut sein, dass die neue dabei sind. Wer weiß, die mich noch nicht abonniert haben, die mich vielleicht nicht abonnieren wollen. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr in der Zeit dabei wart. Blazblack 2 ist jetzt vorbei. Ein sehr, sehr langes Projekt, muss man ja sagen. ich denke mal, das hätte man auch mit weniger Parts hier so abschließen können. Zumindest, ich bin ja gestorben. Meine zweite Nuzlocke-Challenge auf meinem Kanal und ich bin halt, naja, ich hab's halt versagt. Ich find's aber nicht schlimm. Viele YouTuber finden das ja relativ schlimm, wenn sie eine Nuzlocke verkacken. Ich persönlich find's nicht schlimm. Ich find's sogar irgendwie amüsant und ich find's auch, ich muss persönlich sagen, ich find's auch irgendwie cool. Weil man dann auch so erzählen, über seine Nuzlocke irgendwann erzählen, ein bisschen reden kann und so weiter. Und dann hat man auch mehr zu erzählen, wenn viele Pokémon gestorben sind und wenn halt die Nuzlocke dann irgendwann auch mal vorbei ist. Und ich muss wirklich sagen, die Zeit während der Nuzlocke-Challenge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich werde hoffentlich, oder ich hoffe von euch natürlich, dass ihr hier bleibt, dass ihr mein nächstes Pokémon-Projekt euch anschaut. Was es wird, wie gesagt, Strawpoll, Link in der Beschreibung, irgendwo muss ich das im Video auch noch einblenden. Und ja, es ist halt einfach, es war schön. War echt eine schöne Zeit und mir hat das echt viel Spaß gemacht. Und ja, ich sag dann jetzt mal zum letzten Mal hier in diesem Projekt, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Party gefallen. Wir sehen uns dann mal im nächsten Video wieder. Tschüss, Kostjankowski und bye bye. Macht's gut und habt einen schönen Tag.